Good News, Bier ist gut für den Körper, allerdings nur ohne Alkohol. Denn es enthält den Stoff Xanthohumol. Der wirkt gegen Leberverfettung und tötet Leberkrebszellen ab. In Verbindung mit den Iso-Alpha-Säuren im Bier wirken sie entzündungshemmend. Die ätherischen Öle und Bitterstoffe im Bier können bei Appetitlosigkeit, Magenschwäche und Unruhezuständen helfen. Zudem regt es die Verdauung an. Durch seinen hohen Wasseranteil von etwa 90% löscht es nicht nur den Durst, alkoholfreies Bier ist auch isotonisch. Heißt, in ihnen gibt es etwa die gleiche Menge an Nährstoffen wie auch im menschlichen Körper. Dazu gehören zum Beispiel Salze, Magnesium und Eiweiß. So gleicht ein isotonisches Getränk, zum Beispiel nach dem Sport, fehlende Nährstoffe im Körper besonders schnell wieder aus. Auch gut für nach dem Sport Galileo-Content. Folgen!